Ricky, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Ricky. Ja, morgen, Julian. Ja, wir sind dran. Ja, mein Thema ist richtig unfassbar. Ich meine, das hat mir schon euer Typ da vorher nicht geglaubt, weil ich glaube das eigentlich selber bis jetzt noch nicht so richtig. Ja. Weil vor 4 Tagen habe ich da so einen Hostessen-Service angerufen. Ja. Und naja, da ist die Dame auch gekommen, weil ich hatte zuvor Stress mit meiner Freundin, muss man dazu sagen. Mhm. Aber die Dame war die Mutter von meiner Freundin und das war dann nicht so lustig. Moment, langsam. Du hast Stress mit deiner Freundin. Ja. Du rufst Hostessen-Service an. Also das sind Huren, ne? Ja, schon. Muss man so sagen. Ja. So, und dann kommt quasi deine Schwiegermutter da rein? Ja, ich bin ja noch nicht verheiratet. Naja, meine zukünftige Schwiegermutter. Man sagt's mal so, die Mutter deiner Freundin kommt da rein. Ja. Zu dir nach Hause. Ja. Das wusste ich ja vorher nicht. Ich weiß ja nicht, wer da kommt, weil die Namen, die da drinnen stehen in der Zeitung, die sind ja nicht die Namen, die wirklich im Leben so sind. Aber die wusste doch wahrscheinlich deine Adresse und die kennt deinen Namen und die ja, kommt dann. Ich wohne im Haus, da wohnen ungefähr 60 Parteien drinnen und da wohnen ja nicht nur ich und dann, ich sag mal so. Nee, aber die kennt deinen Namen. Ja, die kriegt ja nur die Adresse gesagt, den Namen wusste die auch nicht. Ja, aber die muss doch wissen, wo sie klingelt. Ja, schon, aber ich meine, da wohnen ja mehrere Leute und da denkt ja auch nicht sofort dran, denke ich mal. Aber du wohnst alleine. Ja, ich wohne schon alleine. Ja gut, dann steht aber an der Klingel auch dein Name. Naja, klar. Aber deinen Namen muss sie doch kennen. Ja klar, aber sie hat trotzdem geklingelt. Keine Ahnung, die war ja noch nie bei mir vorher. So ist das nicht. Ja, und sie hat vielleicht gedacht, vielleicht heißt auch noch jemand anders so. Und ja, hat wahrscheinlich damit auch nicht gerechnet, ne? Die hat auch nicht gedacht, dass ich so jemanden anrufen werde, weil sie weiß, dass ich mit ihrer Tochter schon 5 Jahre zusammen bin. Hör mal, und dann machst du die Tür auf. Ich stelle mir das gerade wie in einem Film vor. Das ist schlimmer als im Film. Das ist Horror. Ich habe erst gedacht, die wollte, was weiß ich, mal so vorbeischauen oder so, weil die war noch nie da gewesen halt. Ja. Vielleicht irgendwann mal früher oder so, weil es länger her gewesen, weil so eine Beziehung habe ich auch nicht zu der Frau. Ich kenne die zwar, ja, aber halt nicht so richtig gut. Und das war schon ziemlich eine böse Überraschung, sag ich mal. So, du machst die Tür auf. Ja. Ne, wir stellen uns das mal jetzt minutiös vor. Du guckst dir in die Augen, sie guckt dir in die Augen. Ihr wird sofort klar, was los ist. Ihr wird das sofort klar. Dir nicht, weil du nicht wusstest, dass sie die bestellte Frau ist. Nee. Ne? So, wie lief denn da der Dialog ab? Ich habe gesagt, ja, was machst du hier? Und die sagt, ja, die Frage könnte ich dir auch stellen. Sag ich, wie? Ja, ich bin die Dame. Sag ich, so. Ach, sie hätte ja dann lügen können, schnell, ne? Ja, hätte sie, aber ich meine, die Situation war ziemlich zu klar, weil ich sag mal so, die war vielleicht auch so... Da kann man nicht groß lügen, Domian, da kann man nicht groß lügen. Dann ist vorbei, dann ist echt vorbei. Ja, die war wahrscheinlich so baff dann auch, dass die gar nicht auch schnell irgendwie improvisiert hat, ne? Und da gab's die Nova, ich meine, da war gut Geschrei, sagt sie, ja, was machst du? Und dann bla bla bla, sag ich, ja, was machst du? Was machst du? Du erzählst deiner Tochter, du arbeitest bei der Bank, dies, das, jenes. Ja. Und ich habe das bis jetzt auch geglaubt, weil ich denke so, ja, normal. Lief dieses Gespräch quasi in der offenen Tür? Nein, die kam erstmal rein, weil musste nicht das ganze Haus gleich mitkriegen. Genau. Ja, und dann endete das richtig in einem Streit? Ja, schon. Und sie hat ziemlich darum gebeten, dass ich das nicht halt ihrer Tochter sagen würde, bla bla. Da habe ich gesagt, ja wie, was soll ich denn jetzt machen, deiner Meinung nach? Das ist ja schon ein bisschen doofe Situation. Allerdings. Darum habe ich ja auch angerufen, um mal so eine neutrale Meinung zu kriegen von jemandem, wie man sich da jetzt verhalten soll. Ist denn die Frau auch noch verheiratet? Ja, schon, klar. Achso, es gibt also auch noch einen Ehemann. Ja, es gibt einen Ehemann, es gibt eine Tochter und meine Freundin, also die Tochter von ihr, mhm, hat halt noch einen Bruder. Also das ist schon eine Familie, ganz normal. Ja. Wann ist das passiert? Das war vor 4 Tagen jetzt. Vor 4 Tagen? Gestern sollte ich schon durchgestellt werden und naja, vorgestern habe ich es auch schon probiert, aber da war ich nicht dran. Na gut, jetzt haben wir uns ja. Ja. Und das ist wirklich unfassbar, weil ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist unfassbar. Das ist fast so ein Ding wie in der Soap, ne? Ja, das ist noch schlimmer als in der Soap. Ja, aber sowas gibt's. Ja, natürlich. Aber das Leben ist ja manchmal Seifenoper-mäßiger als das Fernsehen. Ja, und ich meine, die Leute bei dir haben das auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, wenn ich da jemanden irgendwie verkohlen will, dann nehme ich doch nicht sowas dafür. Also ganz ehrlich nicht. So, wie lange habt ihr da miteinander zusammengesessen in deiner Wohnung? Deine Schwiegermutter in Spee? Stunde oder zwei. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber es war schon ein längeres Gespräch. Hast du das denn rausgekriegt, wie lange sie das schon macht? Puh, keine Ahnung. Ich denke mal, das wird wohl schon länger sein. Also. Wie alt ist sie? 39. 39. Sieht gut aus noch. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ich meine, ja, mein Geschmack vorher wäre ich nicht auf die Idee gekommen halt, sage ich mal. Aber ja. Wenn sie jetzt nicht deine Schwiegermutter in Spee gewesen wäre, hättest du mit ihr was angefangen? Ja, ich denke mal schon, ja. Das schon. Also, sie gefällt dir schon. Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Also, na, ist auch nicht schlimm, wenn man dann die Mutter der Freundin auch attraktiv findet. Das ist ja, ich bin nicht der regelmäßige Hostessen-Konsument oder so. Also habe ich auch nicht unterstellt jetzt. Und das endete das Gespräch, indem sie gesagt hat, bitte schweige, sage nichts. Ja.
sie hat gesagt, also ihr sollt ihr halt nicht sagen. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich aber nicht versprechen, weil ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Weißt du was, das ist einfach nur hammerhardcore, wenn man sich da die ganze Familie denkt, das ist eine normale Frau, geht, weiß ich, zur Bank und sonst was. Ich meine, vielleicht macht sie das ja auch. Warum macht das andere? Warum macht sie das? Hast du sie gefragt? Also so genau wollte ich das gar nicht wissen. Aber naja, aber da ist ja schon irgendwie, ist die in Geldnot oder ist die irgendwie besonders geldgeil oder hat die große Probleme mit ihrem Mann und weißt du was über deine Freundin, wie die familiären Verhältnisse sind? Ich meine, die Familie ist schon ein bisschen arg komisch, so ist es nicht. Mhm. Aber bis jetzt kam mir das immer so vor wie so eine typische Spießerfamilie. Halt Haus, Auto und normal, jeder geht da halt arbeiten. Mhm. Deswegen. Und von daher, meine Freundin verhält sich auch nicht sonderlich komisch. Also und dein Verhältnis zu dieser Frau war bisher sehr, sehr locker, sehr distanziert. Weil normal, sag ich mal. Ja, und du hast sie auch gar nicht oft gesehen. Du warst nicht oft bei denen zu Hause. Ja, zu Hause schon, aber ich habe mit der Frau keine nicht großartig Worte gewechselt. Ich habe, glaube ich, zweimal dort gegessen oder so und das war's auch, weil die sind halt viel beschäftigt. Und abends habe ich die Frau auch nie gesehen, aber ich wusste bisher nicht, warum die abends nie da ist. Ja. Jetzt stehst du natürlich irgendwann in einem Loyalitätskonflikt. Richtig, das ist ja mein Problem. Das ist dein Problem, kann ich gut nachvollziehen. Da ist eine Frau, mit der du eigentlich nichts zu tun hast. Ja, aber ich meine, wenn ich meine Freundin mal später heirate und ich sitze dann da in einer Hochzeitsgesellschaft Moment. Und stell mir das vor. Ja. Da ist also eine Frau, mit der du eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt hast bisher. Mit der dich auch keine innige Verbindung irgendwie zusammengeführt hat bisher. Gar nichts. Aber da ist deine Freundin auf der anderen Seite, mit der du seit 5 Jahren schon zusammen bist. Ja, kennen tun wir uns schon 6 Jahre, aber 5 Jahre alt Beziehung. Ja, was für eine sehr lange Zeit ist. Ja. Und jetzt ist die Frage, soll man jetzt für diese Frau, die auch noch ein Lügengebäude da in ihrer Familie installiert hat, soll man da für diese Frau lügen, indem man schweigt? Ja, das ist eben die Frage. Ja, das ist die Frage. Ich will ja auch nicht die Familie da kaputt machen oder so, weil ich meine, ich bin ja im Prinzip kein Deut besser, wenn ich jemanden anrufe. Da würde ich mich ja auch selber mit in die Pfanne hauen, so ist das ja nicht, weil ich kann ja nicht sagen, deine Mutter ist eine Hure auf gut Deutsch und dann sagt sie, ja, woher willst du denn so eine Scheiße wissen? Ja, weil ich die konsultiert habe oder warum? Ja, das ist natürlich dann die Kehrseite. Wenn du es deiner Freundin erzählst, irgendwann, irgendwie, musst du natürlich dann auch mit offenen Karten spielen. Wobei das ja gar nicht so ganz schlimm ist, weil ihr gerade in dem Moment Streit hattet. Ja gut, aber das ist ja kein Grund, direkt noch was zu sagen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn, dann musst du mit der Wahrheit natürlich auch raus. Ja klar. Also ich will dir sagen, wenn ich eine ganz enge Beziehung, und so hat man die ja nun zu meiner Partnerin, zu meinem Partner habe, und das die Nummer 1 in meinem Leben ist, der wichtigste Mensch in meinem Leben, würde ich meiner Partnerin das irgendwann oder sogar bald erzählen, sage ich so. Aus meinem Gefühl heraus, das ist ja eine fremde Frau. Ja, aber die Frau will ja, das ist ein anderes Problem, die will ja gar nicht mehr fremd bleiben. Die wollte jetzt dann auch öfters vorbeikommen, so ist er nicht. Ja, weil die wahrscheinlich Angst, die will jetzt einen privaten Kontakt aufbauen, weil die Angst hat, dass du was sagst und will einfach dagegen wirken, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ich weiß nicht, weil sie hat ja auch erzählt so ein Blabla, wir haben schon ein bisschen halt unterhalten, dass mit ihrem Mann das eh nicht mehr so läuft und dies, das, jenes. Und ich weiß nicht, was die Frau da noch so vorhat, weil... Würde ich mich gar nicht jetzt drauf einlassen. Warum jetzt plötzlich eng und vorher gar nicht? Ja, es ist doch alles. Lass dich da bloß nicht reinsaugen noch in dieses ganze Gelügen-Gedriss da, was da offensichtlich gang und gäbe ist. Ja. Also für mich wäre meine wichtigste Person meine Freundin. Ja, und da würdest du dann mit offenen Karten spielen und direkt bei der erstbesten Gelegenheit, wenn es mal wieder ein bisschen besser läuft halt. Ja, bei der ersten. Ich würde es dann schon überlegen und auch. Also nicht vielleicht zu plump und zu schnell machen und so, aber irgendwann würde ich es meiner Freundin erzählen, ja, ich würde es machen. Krass. Stell dir mal den Fall vor, Ricky, du erzählst es deiner Freundin nicht. Und diese ganze Sache kommt dann doch irgendwann raus. Ja gut, das ist noch übler. Ja, das ist wirklich übel. Und dann hat deine Freundin wirklich alles Recht der Welt, auf dich sauer zu sein. Dann sagt die, wieso hast du mir? Ich bin der wichtigste Mensch in deinem Leben, warum hast du mir denn nichts gesagt? Ja. Die wird aber auch so sauer sein. Ja, gut, aber so schlimm, also in Anbetracht dessen, dass ihr Streit hattet, ist nicht so ganz schön, aber so ganz schlimm finde ich es auch nicht. Aber sie ist wahrscheinlich sehr streng, deine Freundin. Was heißt ja streng? So ist es schon locker, aber ich meine, was würdest du denken, wenn du eine Frau bist und ich sage, ja, übrigens, ich habe da noch das Desk-Service angerufen. Ja klar, wäre ich als Frau auch ein bisschen beleidigt. Ja, eben, weil... Ja. Aber es geht nicht anders. Also du kannst das nicht erzählen und dich mit einer kleinen Lüge da rausholen. Nee, das will ich auch gar nicht. Wenn dann klar raus. Ja. Da bist du aber in was reingeraten. Junge. Ja.
Mann. Das ist. Hat sich das denn wieder ein bisschen eingerenkt zwischen dir und deiner Freundin jetzt in den paar Tagen? Ja, also ich sag mal so, die Tage wollte ich schon mal wieder vorbeikommen, sage ich mal. Und sprechen tun wir auch schon. Also wir haben zwischendurch auch telefoniert. Ist nicht so, dass man sich nur angiftet. Ja. Aber nach 5 Jahren ist irgendwann auch mal so, dass man irgendwo, manchmal kommt so ein Hänger. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Klar. Das gibt's schon mal. Ja, also lasst noch ein bisschen Zeit vergehen, ne? Und das, ihr solltet schon wieder richtig in guter Harmonie sein, ihr beiden. Ja, ja. Bevor ich meine, wenn ich das nächste Mal da vorbeikomme und die Mutter steht dann direkt vor mir, ist heikel, ja. Ist eine bedrückende Lage, finde ich auch. So, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen kann dazu. Alles klar. Lieber Ricky, alles Sendung, Gute. Deine Sendung ist echt klasse. Dankeschön. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. Der Ricky.